Wir sind da jetzt in der Redaktion von Antenne Steiermark und wir sind, das ist ein großer Raum, das ist eine Großraumredaktion. Das heißt, wir haben nicht jetzt einzelne Büros für jeden einzelnen Redakteur, sondern wir kommunizieren gleich miteinander. Der eine schreit den anderen an. Nein. Also, es ist halt manchmal, aber es ist einfach viel einfacher, so miteinander zu kommunizieren, wenn man einfach gemeinsam in einem Raum sitzt. Ihr seht auch verschiedene Plätze. Das sind hauptsächlich jetzt zum Beispiel da, wo der Peter Stachel sitzt, oder da vorne auch der Markus Dietrich, das sind Reporterplätze. Jeder Platz ist mit dem gleichen System ausgestattet. Wir haben ein Schnittprogramm drauf, das ist das Digas. Wir haben Mikrofone zum Einsprechen, beziehungsweise die Telefoninterviews zum Aufnehmen. Wir haben unser PC da und wir haben die Möglichkeit, dann auch unsere Geräte anzuhängen, um Interviews, die aufgenommen worden sind, einzuspielen und so weiter. Also, und die Außen. Und die Außen ist auch da. Also, aber wir haben da drinnen auch Fixplätze. Und das heißt, wir haben einerseits das Hörerservice. Wetter- und Verkehrsredaktion. Hallo, bitteschön. Und das ist wirklich nur so klein, also deshalb brauchst du auch nicht sein. Das ist genau. Das ist ein einziger Platz und da sitzen wirklich nur wir vom Hörerservice und zum Zimmer. Lieber und vorne mal. Gerne, ja, da fliegst du auf Sendung gehen, oder? Das ist DVD, der Chef vom Dienst. Aber das wäre so. Über den Chef vom Dienst. Ja, danke alle dir. Beiträge. Schönen Tag, gell? Danke. Nächste Kontrolle in der Landeserinnen. Er kontrolliert die Reporterbeiträge, alles was an Interviews sozusagen auf Sendung gehen sollen, das wird da nochmal vom Chef vom Dienst kontrolliert und wird dann an den Moderator weitergeben. Er teilt die Sendungen ein, er bespricht es mit dem Moderator, also er hat sozusagen das Ganze dann drinnen über, was passiert. Heute ist es der Markus Derand, der da sitzt. Der Markus macht aber jetzt nicht nur Chef vom Dienst, das heißt, er tut sich nicht nur die Reporter zum Beispiel zu Pressekonferenzen schicken und so weiter, also diese ganzen Koordinationen, sondern er hat mehrere Aufgaben. Er ist auch Nachrichtensprecher für die Steiermark, das heißt, er macht die Steiermark-News und er macht Sport. Er ist Sportreporter, also auch Sportchef. Ja, das ist das Problem. Noch viel zu sagen, aber... Sicherheitshalber nochmal. Das heißt, jetzt zum Beispiel, wie wir die Europameisterschaft gehabt haben, Handball, hat er speziell immer diesen Einstieg für die Europameisterschaft gemacht. Er ist auch für einen Sportreporter zuständig und nicht nur jetzt fürs Koordinieren. Der hat genauso und auch nur seinen Stress, weil er dann vom Nachmittag auch alle Stunden auf Sendung sein muss und nebenher aber die Koordinationen auch noch seine Geschichten aber selber schreiben muss auch. Also das muss er alles selber machen. Es ist bei uns auch erinnern so, dass bei uns der Hörerservice-Mitarbeiter, in dem Sinne Simone, sich das Wetter von euch kriegt, also wir kriegen von euch die Prognosen und wir schreiben es uns dann aber selber um auf unser Sprachfluss, so nenne ich das einmal, weil im Radio so ist Nebenbei-Medium, Radio ist Nebenbei-Medium, so ist auch so verständlich sein im Nebenher hören, wie es Wetter wird. Also das sind das, die Hörer sind das also da, wenn sie nur so mit einem Ort hinhören, das verstehen. Und deshalb schreiben wir es dann ein bisschen auf einem lockeren, lockigeren Ding auf um. Gell? Also so mit Gespräch zum Beispiel, wie auch immer, dass es echt verständlicher ist. Halt so, das hilft nicht mehr aus der Hand. Ja, genau. Das hilft nicht mehr aus der Hand. Das Gleiche mit dem Verkehrsservice, das landet alles dann zusammen. Das sitzt da noch einer. Und der nimmt dann auch noch die ganzen Verkehrsunternehmen. Aber das zeige ich dann eben noch einmal, wie das ausschaut, genau bei uns. Da ist wirklich nur ein Mann, die Redaktion ist einer für Dienst. Und nicht fünf oder sechs, die begrüßen sind, dann ist es nur einer. Natürlich helfen wir uns untereinander, ist klar, weil zum Beispiel, ich habe jetzt am Montag 50 Blitze auf einmal gehabt in einer Stunde, da hebst du das Telefon dann auch einmal. Du hast keine Chance. Dann leid das, dann leid das und nebenher schreibst du das Wetter und dann telefonierst du mit dir. Okay? Das geht dann nicht mehr. Dann muss natürlich der Kollege fahren, also auch mithelfen, abheben, weil sonst sind die Leute dann auch verärgert, wenn sie dranhängen am Telefon und dann müssen ohne. Weil die ist ja so, Radio ist Illusion. Ist so. Die fahren draußen, wo du im Auto umfährst und die Verkehrsmöglichkeit denkst du, boah, das ist eine Verkehrsredaktion, da sind sicher 15 Leute, die noch drei abheben und der eine telefoniert da mit der Polizei und der nächste da mit der Rettung und das ist nicht. Das ist dann natürlich immer total faszinierend für unsere Antenne Steiermarker, wenn sie herkommen zu Führungen und dann mal sehen, wie das wirklich da läuft, dass die eigentlich im Endeffekt mit einem ansehen, dass einer will so. Antenne Steiermark, guten Tag. Guten Tag. Ja,
Alles klar, Gerhard. Danke dir vielmals und gute Fahrt. Ciao. Simone hat ein eigenes System, das ist unser Antennensystem, das Intra, über Intranet, wo wir die Verkehrsmeldungen eintippen. Und der Moderator sieht das, ich habe das gesehen, wir sind da am gestanden, hat es dann so rot markiert oder so in großer Schrift in der Moderationsausgabe drinnen im Studio. Das heißt, jede Verkehrsmeldung, die wir einkriegen, kann die Simone in dem System, das wir da haben, sofort eintragen. Da wird die Autobahn vorgeschlagen, der Ort vorgeschlagen, also auf Höhe, die Richtung vorgeschlagen und so weiter. Und wir tippen das ein, speichern das ab und wenn wir es rot markieren, sind das immer die aktuellen Meldungen. Das heißt für die Viertelstunden und Dreiviertelstunden Einstiege, weil wir machen viermal in der Stunde Verkehrsmeldungen. Um 5 Uhr Punkt und um 5 Uhr halb immer die gesammelten Meldungen und um Viertel und um Dreiviertel immer die neuesten Meldungen. Weil sonst wäre das zu viel, wenn wir das immer alles durchsagen würden, jedes Mal. Und so schnell ist es, als wenn wir sitzen, da haben wir so viel Blitzern. Dann geht das. Dann markieren wir das rot und dann weiß der Moderator für die Viertel- oder Dreiviertel-Einstiege, dass das die aktuellsten Meldungen sind. Bei Blitzmeldungen ist es so, die kriegen wir von unseren Hörern rein, von den Steiermark hören, das sind unsere Straßenchecker, die unterwegs sind und also die Blitze entdecken sozusagen und melden. Antenne Steiermark, Simone Weiß. Und wenn sie eben da bei dem Antennefon anrufen, dann wird das mitgeschnitten. Servus, bitteschön. Automatisch auf ein Tonband, weil das auch eine Sicherheitseinrichtung ist, echt? Dass wir uns das nochmal anhören können, falls wir den nicht verstanden. Bitte, schnell gegangen. Kommt durch die Freisprecheinrichtung, ist das immer so geschickt. Ja, aber es hat auch den Vorteil, dass derjenige eingegangen ist. Und gut, das wird gesagt, dann können wir das ausschneiden sofort und auf Sendung spülen. Und dann klingt das wirklich so, dass der das live selber so durchsagt. Das ist natürlich auch nett und das macht das Ganze auch wieder sympathischer, wenn man das auf Sendung spielt. Mir fällt auch öfters auf, also vielleicht hängt es mit dem zusammen, je mehr wir von unseren Straßencheckern auf Sendung spielen, umso mehr rufen an. Gehört, das stimmt. Das fällt mir auf. Wenn du einmal einen Nachmittag hast, wo du von mir aus keinen Huren dabei hast, den du spülen kannst, weil ja, es ist nicht jeder so redegewandt, das klingt nicht immer gleich gut, oder auch die Qualität, das ist das Nächste, ist nicht immer gleich gut, gell? Dann merkt man, dass es nicht so viele Blitzmeldungen gibt, als wie, wenn du einen spülst auf Sendung, kurz drauf hast du wieder einen Raum, der anruft. Vielleicht dockt das auch irgendwie, oh, du traut sich das durch, sondern ruf jetzt auch an. Also das kann eigentlich möglich sein, mir fällt das auf.